Sehr geehrte Gäste, liebe Freunde. Anlässlich des Volkstrauertages 2020 begrüßen wir Sie herzlichst zu unserer virtuellen Gedenkveranstaltung vom Berliner Jugendarbeitskreis im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Am Volkstrauertag gedenken und erinnern wir 2 Sonntage vor dem ersten Advent an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft aller Nationen. Seit der Wiedervereinigung richtet der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge die zentrale Gedenkveranstaltung dieses staatlichen Gedenktages im Plenarsaal des Deutschen Bundestages aus. Auch wir jungen Menschen des Jugendarbeitskreises Berlin begehen traditionell zum Volkstrauertag eine Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Plötzensee. Die Gedenkstätte Plötzensee, von der wir im Verlauf der Veranstaltung einige Aufnahmen sehen werden, war eine Hinrichtungsstätte der Nationalsozialisten. Hier wurden zwischen 1933 und 1945 fast 3000 Menschen nach Unrechtsurteilen ermordet. In diesem Jahr können wir aufgrund der Corona-Pandemie keine Veranstaltung vor Ort ausrichten. Dies bedauern wir sehr und haben uns als Alternative für diese digitale Art des Gedenkens entschieden. In diesem Sinne laden wir Sie herzlich dazu ein, uns während dieser virtuellen Gedenkstunde zu begleiten. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken, wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt. Er schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete, er schreibt es und tritt vor das Haus. Und es blitzen die Sterne und er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor. Lässt schaufeln ein Grab in der Erde, er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen singet und spielt. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Er spielt mit den Schlangen, er ruft, spielt süßer den Tod. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens. Wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel. Er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus. Dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns. Er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit. Sie hörten eine musikalische Adaption des Gedichtes Todesfuge von Paul Celan. Paul Celan verarbeitet in der Todesfuge die nationalsozialistische Vernichtung der JüdInnen mit literarischen Mitteln.
Die Schrecken des Holocausts sind in Celans Biografie zu finden. Seine Eltern wurden 1941 aus ihrer Heimatstadt Czernowitz, damals Nordrumänien, deportiert und wurden in einem Zwangsarbeiterlager ermordet. Celan wurde für sein Werk auch kritisiert, da die Schönheit der literarischen Dichtung der Grausamkeit des Holocausts nicht gerecht werde. Die KritikerInnen argumentierten auch vor dem Hintergrund Theodor Adornos Aussage, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, sei barbarisch. Das Stück zu hören löste bei mir Grauen und Schrecken aus. Was löste die Musik bei Ihnen aus? Und wie stehen Sie zu einer Verarbeitung des Holocausts in künstlerischer Form? Die Sängerin Mona Moore und Gerhard A. Schiewe am Akkordeon werden unser Gedenken musikalisch untermalen. Herzlichen Dank Ihnen auch jetzt schon für die Auswahl der Stücke und die musikalische Begleitung. In diesem Jahr ist alles anders. Hier in der Gedenkstätte Plötzensee organisiert der Jugendarbeitskreis des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Landesverband Berlin traditionell am Sonnabend vor dem Volkstrauertag eine Gedenk- und Feierstunde, um der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken. Die Viruspandemie verhindert in diesem Jahr, dass wir im gewohnten Rahmen unser Gedenken durchführen können. Nichtsdestotrotz war es dem Jugendarbeitskreis wichtig, dass wir trotzdem in würdiger Weise das Gedenken am Volkstrauertag einleiten und einen Gruß richten an alle diejenigen, die mit uns gemeinsam dieses Gedenken traditionell vollzogen haben. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass das gerade in diesem Jahr, dem 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges, ein Jahr, in dem in Europa in der Ukraine Krieg geführt wird, in der am Rande Europas zwischen Aserbaidschan und Armenien Krieg geführt wird, nicht vergessen, wie wichtig es ist, dass wir alles dafür tun, um das Morden unter den Völkern und Staaten zu verhindern. Liebe Mitmenschen, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute zu uns gefunden haben und an unserer Gedenkveranstaltung teilnehmen. Wir im Jugendarbeitskreis haben lange überlegt, unter welchem Schwerpunkt wir die heutige Veranstaltung stellen möchten. Wir einigten uns auf Kolonialismus, Rassismus und Ausgrenzung. Sie können sich vorstellen, dass das Schreiben dieser Rede sich als größere Herausforderung darstellte, als zu Beginn gedacht. Wie dieses Thema greifbar machen, aus der Sicht junger Erwachsener, die eigentlich privilegiert aufwachsen. Wie angemessen die Verbindung zwischen heute und der Vergangenheit darstellen. Und dann sind da diese grausamen Terroranschläge in Halle und Hanau im letzten Jahr, die die Gesellschaft vor zahlreiche Herausforderungen gestellt haben. Das Jahr 2020, es ist auch alles andere als einfach. Erst letzte Woche erschütterten uns die Nachrichten und machten uns fassungslos. Der Anschlag an einer Bildungseinrichtung, die Universität von Kabul, bei dem 19 Studierende ermordet wurden. Der Anschlag in Wien, bei dem 4 Menschen starben. Und die kaltblütige Hinrichtung des Lehrers Samuel Paty in Frankreich. Und dann noch die Pandemie und deren Folgen, die unsere Republik, ja die ganze Welt, vor zahlreiche neue Fragen und Aufgaben stellt. Sie erinnert an die spanische Grippe vor 100 Jahren. Damals haben die Soldaten für eine rasche Verbreitung des Virus gesorgt. Damals wie heute sind es ähnliche Herausforderungen, die so eine Pandemie an die Gesellschaften stellt. Unser aller Zusammenleben muss neu strukturiert werden und neu gedacht werden. Die Pandemie rückt in allen Bereichen unseres Lebens immer wieder in den Mittelpunkt. Umso glücklicher bin ich, dass wir dennoch gemeinsam Mittel und Wege finden, um zusammenzukommen, wie hier bei unserer Gedenkveranstaltung. Natürlich machen mich oder uns Nachrichten von Terroranschlägen, von rassistischen, antisemitischen und fremdenfeindlichen Übergriffen fassungslos und natürlich bereiten mir oder uns die Nachrichten von den steigenden Corona-Fallzahlen Sorgen. Aber wir dürfen uns nicht davon lähmen lassen, verängstigen lassen und vor allem nicht unseren logischen Menschenverstand abschalten,
und unsere Fähigkeit für Empathie über Bord werfen. Wir dürfen uns und unsere Gemeinschaft nicht aus dem Blick verlieren und müssen weiterhin daran arbeiten, gesellschaftliche Missstände bei uns und überall auf der Welt aufzudecken. Und wir dürfen den Mut nicht verlieren. Dieses Jahr jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal. Und es liegt nach wie vor in unserer Hand, die schreckliche Herrschaft des Krieges und des Nationalsozialismus nie mehr passieren zu lassen. Dabei ist es von uns allen die aktive Beteiligung gefordert, nicht wegzusehen, nicht wegzuhören und sich bewusst gegen Ausgrenzung und Populismus, Hass und Gewaltherrschaft einzusetzen und zu engagieren. Eigentlich würden wir uns jetzt gemeinsam in der Gedenkstätte Plötzensee sehen, einem Ort, an dem das Ausmaß von Hass und Ausgrenzung klar spürbar sind. Denn hier wurden tausende Widerstandskämpfer von den Nationalsozialisten ermordet. Es waren Menschen, die anders gedacht haben. Menschen, die das Unrecht erkannt haben. Menschen, die eine bessere Zukunft in Freiheit und Frieden wollten. Doch die Zukunft wurde ihnen auf grausamste Weise genommen. Es liegt in unserer Hand, unser Zusammenleben zu gestalten und uns immer wieder selbst die Fragen zu stellen: In was für einer Welt will ich leben? Welche Werte möchte ich vertreten? Was kann ich tun, um mich aktiv gegen Ausgrenzung und Populismus einzusetzen? Wie reagiere ich auf den Hass, der in so vielen Bereichen unserer Gesellschaft schlummert? Wie kann ich couragiert gegen Ungerechtigkeit eintreten? Das Jahr 2020 markiert auf das 100-jährige Ende deutscher Kolonien. Mit dem Inkrafttreten des Versailler Vertrags im Jahre 1920 verlor Deutschland alle Kolonien. Es gilt vielen als längst vergangen, gar ist vielen Deutschen die Kolonialgeschichte nicht einmal bekannt. Doch jetzt endlich scheint die Zeit gekommen, sich mit diesem kolonialen Erbe, mit dem richtigen Umgang in der deutschen Gesellschaft und ihrem öffentlichen Bewusstsein auseinanderzusetzen. Und welche Kolonialvorstellungen wir heute reproduzieren. Und es wird auch endlich Zeit, Zeit für einen Perspektivwechsel. I can't breathe. Der Tod George Floyds und die darauffolgenden Demonstrationen und Proteste weltweit zeigen deutlich, welche Missstände noch immer vorhanden sind. Im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung stürzen protestierende Denkmäler von Kolonialverbrechern, stimmen für die Umbenennung einschlägiger Straßennamen und prangern den über Jahrhunderte andauernden und verfestigten Rassismus an. Strukturelle Benachteiligung von People of Color sind nicht nur ein Problem in den USA, wie zum Beispiel rassistische und rechtsextremistische Chatgruppen bei der Polizei in Deutschland belegen. Wir dürfen uns nicht in der Sicherheit wiegen, dass sich die grausamen Gegebenheiten der Geschichte nicht wiederholen. Wir müssen uns aktiv für den Frieden und die Versöhnung der Menschen einsetzen. Wir müssen uns den antidemokratischen und menschenverachtenden Ideologen unserer Zeit entgegenstellen. Vergangenheit prägt die Gegenwart. Es geht darum, uns mit unserer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, diese einzuordnen, über sie zu reden, von ihr zu lernen und Verantwortung zu übernehmen. Und manchmal braucht es nicht viel. Widerspruch gegen fremdenfeindliche Aussagen, Solidarität mit Betroffenen, zuhören, Gesicht zeigen und auf seine eigene Sprache achten. Sprache beeinflusst, wie wir denken, und Worte können eine Waffe sein. Frage nicht, wo kommst du eigentlich her? Antworte nicht, du sprichst aber gut Deutsch. Spreche nicht von denen, von den anderen. Spreche von wir. Von uns allen gemeinsam. Wollen wir nicht alle unsere Gesellschaft auf der Grundlage von Menschenrechten denken und gestalten? Zuerst hörten Sie die Begrüßungsworte unseres Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. Felgentreu, sowie den Redebeitrag unseres Jugendarbeitskreissprechers Cornelius Lübcke.
Beim Schreiben der Rede unterstützten ihn Toni Weniger und Roxy Pieskohl aus unserem Berliner Jugendarbeitskreis. Der Jugendarbeitskreis ist ein Zusammenschluss von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und trifft sich regelmäßig, um gemeinsame Projekte zu gestalten, um Bildungsorte zu besuchen und den Volksbund in seiner Arbeit zu unterstützen. Auch in diesem Jahr freuen wir uns, wieder eine Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag veranstalten zu können. Wenn auch in für uns und vielleicht auch für Sie völlig neuer Weise. Während der Planung des Gedenkvideos setzten wir uns viel mit Rassismus, mit Kolonialisierung und Ausgrenzung auseinander. Bewegungen wie Black Lives Matter oder rassistisch motivierte Anschläge wie der in Halle zeigen, wie wichtig es ist, über Rassismus zu reden, ihn zu entlarven und gegen ihn aufzustehen. Rassismus und Hass haben schon viel zu viele Menschen getötet und morden noch heute. Daher möchten wir bei der heutigen Gedenkveranstaltung besonders auf die Ermordeten und Opfer ausbeuterischer Kolonialisierung, der Marfa, also Genoziden auf afrikanischem Boden, und des heutigen Rassismus hinweisen. Nun hören Sie die Ballade vom ertrunkenen Mädchen von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Mona Moore wird singen und am Akkordeon hören Sie Gerhard Schiewe. Sowohl Brecht als auch Weill mussten 1933 aus Nazi-Deutschland emigrieren. Brecht war Kommunist und Kunstschaffender, also den Nazis auf gleich zwei Ebenen ein Dorn im Auge. Seine Werke wie die Drei-Groschen-Oper, die auch in Zusammenarbeit mit Kurt Weill entstand, standen auf der sogenannten Schwarzen Liste. Sie brannten während der Bücherverbrennung 1933. 2 Jahre später wurde Brecht die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. Auch Kurt Weill musste Deutschland aufgrund seiner jüdischen Herkunft verlassen. Er emigrierte in die USA. Als sie ertrunken war und hinunterschwamm aus den Bächen in die tieferen Flüsse, schien der Opal des Himmels halt wundersam, als ob er die Leiche begütigen müsse. Tang und Algen hielten sich an ihr ein. Auf dass sie langsam viel schwerer ward. Kühl die Fische schwammen an ihrem Bein. Pflanzen und Tiere beschwerten noch ihre. Pflanzen und Tiere beschwerten noch ihre letzte Fahrt. Der Himmel schien abends dunkel wie Rauch und hielt mit den Sternen das Licht in der Schwebe. Aber früh ward er hell, damit es auch für sie noch morgen und Abend gebe. Als ihr bleicher Leib im Wasser verfaulet war,
geschah es langsam, dass Gott sie vergaß. Zuerst ihr Gesicht, dann die Hände, zuletzt erst ihr Haar. Dann ward sie Ahas entflößen mit vielen. Dann ward sie Ahas entflößen mit vielem Ahas. Ralf Wieland ist Schirmherr des Landesverbandes Berlin und langjähriger Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses. Er trägt nun mit einer Ansprache einen Teil zu unserem Gedenkvideo bei. Für die Bereicherung unserer Gedenkstunde danken wir ihm herzlich. Am Volkstrauertag gedenken wir seit nunmehr über 100 Jahren den Opfern von Krieg und Verfolgung. Und es ist wichtig, dass meine Generation, auch die nachfolgenden jüngeren Generationen, die keinen Krieg, zum Glück keinen Krieg erlebt haben oder haben erleben müssen, diese Erinnerung vermittelt wird. Das diesjährige Thema des Jugendarbeitskreises des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge lautet Kolonialismus, Rassismus, Ausgrenzung. Die Mordserie des NSU, die Anschläge von Halle und Hanau, sind Angriffe, die uns alle betreffen. Sie zeigen, dass rassistische und antisemitische Gewalt in Deutschland leider immer noch ein aktuelles Thema ist. Hier gilt es, sich entschieden dem entgegenzustellen. In unserem Land darf es keinen Platz geben für Ausgrenzung, Rassismus oder Antisemitismus. Die Aufarbeitung der Verbrechen des Kolonialismus ist in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus der Erinnerungsarbeit gelangt. In Zusammenarbeit mit vielen Nichtregierungsorganisationen wurde wichtige Aufklärungsarbeit zum Beispiel in Schulen geleistet und auch ein neues Bewusstsein geschaffen. Die Debatte um Umbenennung von Straßen, die nach Kolonialverbrechern benannt sind, wird in der Stadtgesellschaft geführt und es wurden auch in den letzten Jahren neue Erinnerungsorte geschaffen. Im Mittelpunkt des Gedenkens des Volkstrauertages bleibt aber das Gedenken an die vielen Opfer des Krieges, des Ersten, des Zweiten Weltkrieges und leider auch der vielen Kriege, die danach gefolgt sind. Das ist und das bleibt die Hauptaufgabe, die wir am Volkstrauertag zu bewältigen haben. Sophie Eisenhardt ist Mitglied bei uns im Jugendarbeitskreis. Seit vielen Jahren nun schon bereichert sie unsere Gedenkfeier in Plötzensee mit selbstgeschriebenen Gedichten. Auch für unser Video hat sie einen Gedichtbeitrag verfasst. Nach dem Gedicht werden Sie Astor Piazzollas Oblivion von Gerhard Schiewe vertont hören. Dort an jenem Ort ist großes Leid geschehen. Und nicht nur dort, auch sonst ward von vielen gesehen großes Leid. Und früher, damals und heut gibt es Menschen verschuldetes Leid. Da bin ich also, traurig, sehr, sehr traurig, traurig über das, was geschehen. Vieles habe ich nicht selbst gesehen, doch ich weiß. Ich habe es gehört, gelesen, geglaubt, denn es kann sein. Ich weiß, dass es viele Verbrechen gab und meist auf vielen Seiten. Die einen mehr, die anderen minder, scheinen wir alle Gottes unperfekte Kinder. Auf allen Seiten vergehen, auf allen Seiten auch Menschen, von denen sich wahrlich die meisten einfach das Richtige wünschen. Frieden, Liebe, Zuhause, Zuflucht und Sicherheit, Freiheit und Raum für die Träume, Schutz und Geborgenheit. Warum tun wir Menschen uns dennoch viel Schlimmes an und bis heute, trotz vieler guter Leute? Gibt es einen Kuchen an Glück, um den wir alle streiten? Ist das Boot schon voll, weil wenn ich jetzt helfe, wo kommen wir dahin bei Zeiten? Führt die Vermeidung von Risiko zur Erfüllung, Trost und Gemeinschaft?
Was machen unsere Mächtigsten, wenn sie für uns entscheiden? Sicher haben sie auch Chancen ergriffen, um Gutes für uns zu tun. Ich mag auch nicht undankbar sein. Bin ja doch froh, dass sie die Rolle bekleiden. Denn leicht ist es auch nicht, das sicherlich. Doch was bewirkte unsere Regierung am Rande der guten Taten noch und hat Plan, es fortzuführen? Menschen aus ihren Wohnungen holen, Menschen dahin transportieren lassen, wo sie in Lebensgefahr, aufgrund von Herkunft, aufgrund von Glauben. Ich sage nicht nur Afghanistan, so etwas geht uns generell etwas an, genauso wie Leid von Soldaten und Zivilisten im Krieg, immer dann, wenn so etwas in unserem Namen geschieht. Wenn wir vielleicht etwas ändern könnten. Vielleicht ist es nicht das Schlimmste der Welt, doch solange es zumindest noch so etwas gibt und ich, wie jetzt, davon weiß, stehe ich hier, bin auch darüber traurig. Dankbar sein ist wichtig, trotz Trauer zu schauen, was wir haben, zu wissen, dass es uns auch gut geht. Wir haben Glück mit vielen Menschen, die meisten teilen menschliche Werte, nebst eigener Regeln, Gewohnheit, Kultur. Manchmal braucht es ein Zauberwort nur und die Welt hebt an zu singen. Ich hoffe, ich konnte vordringen, bis in die akuten Gedanken. Nun ist die Zeit zu trauern über das, was bis heute geschah, und daraufhin unsere Schranken zu sichten und Blicke neu auszurichten. Manches braucht vielleicht Generationen, bis wir es fertig lösen, doch lasst uns deshalb nicht verzagen, sondern uns nur einfach fragen, was können wir Menschen jetzt tun, um die Dinge zu lösen, die wir betrauern, die wir bedauern. Für den Anfang lasst uns nun heute gemeinsam traurig sein, so unperfekt, wie wir sind, und die Augen trotz Tränen auch öffnen. Denn irgendwann sehen wir Chancen, die Welt zu verbessern, Leid zu vermeiden und einander näher zu kommen. Thank you.
Oblivion bedeutet so viel wie Vergessenheit. Vergessen? Das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen uns erinnern und hinschauen. Mit diesem Video wollen wir einen Teil dazu beitragen, Krieg, Gewalt und Unrechtsherrschaft eben nicht in einem Nebel der Vergessenheit oder der Verschleierung zu verlieren. Sie hören nun das Totengedenken in mehreren Sprachen. Viele MitgliederInnen unseres JAK und FreundInnen haben sich bereit erklärt, das Totengedenken in der ihnen bekannten Sprache vorzutragen. Weltweit gibt es über 7000 Sprachen und davon fehlen uns natürlich so einige. Dennoch sind wir dankbar dafür, wie viele Sprachen zusammengekommen sind. Im Anschluss bitten wir Sie, gemeinsam mit uns in einer Schweigeminute den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken. Wundern Sie sich nicht. Wir wollen diese Minute so angemessen wie möglich gestalten und blenden Ihnen in dieser Zeit einen schwarzen Hintergrund ein. So wollen wir auch Raum für individuelles Gedenken schaffen. Nach der Schweigeminute werden wir mit unserem Programm fortfahren. Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. Ma emrus babatshaha zanha wa mardhay gharvaniane khoshonatha wa janghay gozashte az har qomiyat wa milliyati ke budand fekr mikonim. Gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben. We remember the soldiers who died in the world wars. Der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. Ceux qui ont perdu la vie dans les actes de guerre et au lendemain de la guerre, en captivité ou en tant que personne expulsée et réfugiée. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden. Wspominamy tych, którzy byli prześladowani i zostali zabici. Die einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren. لأنهم انتموا إلى شعب آخر, إلى عرق مختلف, لأنهم كانوا جزءا من أقلية. Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Of ins Leben vanwege een ziekte of beperking werd aangeduid als onwaardig om geleefd te worden. Denken derer die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben. Aducem un omagiu celor care și-au pierdut viața luptând împotriva dictaturei. Die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten. Denken um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage. Piangiamo le vittime delle guerre e delle guerre civili di questi giorni. Gli Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung. Sekä terrorismin ja poliittisen vainon uhreja. Um die Bundeswehrsoldaten und andere Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren. Wir denken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind. Bugün etnik kökenler yüzünden şiddet ve nefret kurbanı olanları da anıyoruz. Wir trauern mit allen, die Leid tragen, um die Toten und teilen ihren Schmerz. Mi tugujemo sa svima koji žele zbog smrti svojih voljenih i dijelimo njihovu tjeskobu. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern. Und unsere Verantwortung gilt dem Frieden oder den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.
Anders als in den vergangenen Jahren werden wir dieses Jahr nicht zur Kranzniederlegung aufrufen können. Stellvertretend wird Herr Felgentreu nun einen Kranz niederlegen. Im Anschluss sehen Sie eine Auswahl der von Ihnen eingesendeten Fotos von Kriegsgräberstätten oder Gedenkorten, die Ihnen besonders am Herzen liegen. Vielen Dank für die lieben Worte, die Sie uns gesendet haben. Untermalt sind die Bilder mit einer Begleitmusik von Gerhard Schiewe. Wir danken Ihnen für die Teilnahme an unserer Gedenkveranstaltung. Gerne können Sie im Anschluss individuell Blumen an einem Gedenkort niederlegen und Fotos davon an den Berliner Landesverband einsenden.
Wir werden diese dann über unseren Facebook-Account und auf unserer Website teilen. Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten und auch bei Ihnen fürs Zusehen. Auch für uns ist dieses Gedenkvideo eine völlig neue Erfahrung. Für die wunderbare musikalische Untermalung danken wir Mona Moore und Gerhard Schiewe. Ein besonderer Dank gilt Anton Tarz für den Zusammenschnitt und die Koordination des Videos, Anne Susanne Schanner und unserer Bildungsreferentin für ihren Ideenreichtum und unserer FSJlerin Lea für die tatkräftige Unterstützung.